Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow und schön, dass du bzw. ihr wieder mit am Start seid. Wir haben eine neue Folge von Gwen und wir sind wieder zurück in unserem wohlverdienten Zuhause. Unsere Mission mit der Meerjungfrau hat denn doch letztendlich, zwar mit ein bisschen Chaos, aber letztendlich gefruchtet und wir sind einen Schritt näher und wir wissen, dass Dorissa eine Meerjungfrau ist. Und wir haben ihr ja vorgeschlagen, dass wir hier, beziehungsweise dass wir sie gerne mit in den Rat haben wollen, in diesen, unserem magischen Rat, den Gwen, der gerade dabei ist, neu aufzubauen. Und sie hat uns aber noch keine Antwort gegeben. Mal gucken, wie es sein wird. Wir sind jetzt hier erstmal hier wieder mit drinnen im Geschehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar CC-Sachen gelöscht. Und wenn ich das hier gerade so sehe, ihr seht es noch nicht gerade, aber ich sehe es gerade, wisst ihr gleich ganz genau, was wir als erstes machen werden. Denn unsere liebe Gwen hat einfach nur Schuhe an. Und es funktioniert so nicht, also würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Part und dann gehen wir gleich mal rein ins Umstyling. So, und hier sind wir auch schon mittendrin im Geschehen. Hier ist es soweit. Und guck mal, was hier unsere liebe Gwen hier anhat. Das geht ja gar nicht. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Also sie kocht hier und macht Essen in Stiefeln und Söckchen oder Kniestrümpfe und BH und Schlüpper. Ich glaube ja wohl meinen Schweinpfeif. Ich glaube, hier müssen wir mal in den Cars reingehen. Cars Full Edit Mode. Und werden mal das Ganze hier ein bisschen umstylen. Und es sind ja mittlerweile zwei neue Packs reingekommen. Einmal die Leseecke und die Rock'n'Roll, ja nicht Rock'n'Roll, sondern die Grunge-Look-Style-Klamotten, I don't Knopf, wie das genau ausgesprochen wird, ihr wisst ja, ich und Namen, es ist nicht so. Ich habe ja auch in meinem letzten Stella-Part die ganze Zeit Gwen gesagt, also ich bin ein bisschen verwirrt, aber das kennt ihr ja schon. Aber schaut mal hier, was sie hier anhat, geht ja so gar nicht, oder? Also so geht's ja hier mal gar nicht. So, wir gucken mal, ob wir ihr was Schönes Neues anziehen können. So, ich habe nämlich ein paar CC-Sachen rausgeschmissen, weil, wie ihr seht, ich habe hier einfach gefühlt viel zu viel. Und ich wollte ein paar Sachen hier rausschmeißen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier für? Das sagt mir ja gar nichts. Und wollte ein paar Sachen hier rausschmeißen, damit das einfach mal alles ein bisschen strukturierter und ein bisschen ordentlicher ist. Und ja, und wir schauen jetzt einfach mal, was wir hier alles an so schöner, so schönen Gwen hier anziehen können. Weil ich muss ehrlich sagen, mittlerweile ist es so, dass die normalen Klamotten von EA selbst eigentlich richtig, richtig nice aussehen. Und ich merke, wie ich selber immer mehr dort hingreife. Ach Gott, wie süß ist das denn? Ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass sie hier so ein Kätzchen oben drauf hat. Dass ich immer mehr zu diesen Klamotten ausweiche, beziehungsweise nicht ausweiche, sondern sie immer mehr benutze, weil ich sie eigentlich wirklich, wirklich pretty finde. Und wenn man sich ein bisschen mit denen auseinandersetzt und man auch die Swatches sich mal anguckt, hat man unter anderem richtig coole Sachen. So, mal gucken, was wir unserer lieben Gwen hier anziehen können. Wir können ja mal schauen, ob wir was aus diesem neuen Set gleich nehmen können. Aber ich weiß nicht, ob das denn zu jung aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist, den Pullover finde ich eigentlich ganz hübsch. Ich finde die Farbe eigentlich auch ganz nice. Also auf jeden Fall müssen diese Schuhe hier auch mal aus. Und die Strümpfe müssen hier auch mal aus. Das ist ihr Always Outfit, also ihr Daily Outfit sozusagen. Schauen wir mal, ob wir hier eine passende Hose zu finden, die wir unserer lieben Gwenny hier anziehen können. So, hier haben wir unsere lieben Gwen erstmal hier ein bisschen eine neue Hose und diesen Pullover hier angezogen. Ich fand die ganz schön. Die Schuhe bin ich noch nicht so ganz überzeugt, muss ich tatsächlich sagen. Und ich sehe hier gerade, guck mal, unser lieber Sky hat seine Haare nicht mehr. Was ist denn da los? Das ist, wenn man einfach random CC löscht, wisst ihr, wie ich meine? Und dann weiß man nicht, wie es im Endeffekt aussieht. Wild, oder? Wild, wild, wild. So, dann gehen wir jetzt hier gleich mal hier alles ganz entspannt durch. Ich weiß aber auch nicht, so eine hochhackigen Schuhe. Nee, da sehe ich Gwen eigentlich auch nicht dran, ne? So, so. So, ja, die schwarzen hier, oder? Ich glaube, das passt doch ganz gut. Das passt doch ganz gut. Wollen wir unserer lieben Gwenny hier auch mal ein paar Nägelchen geben? Haben wir ihre Nägel weggenommen? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Guck mal, zehn paar. Ein bisschen Nagellack drauf, oder? Let's go. Ich finde das Outfit eigentlich ganz schön. Ich mag den Pullover echt. Muss ich wirklich sagen. Wir können ja mal gucken. Haben wir ja auch noch ein zweites Outfit? Ja, ach so, Tatsache, guck mal, das ist ja auch noch ihr Outfit hier, let's go. Das können wir ja so lassen eigentlich, obwohl wir vielleicht die Schuhe ändern sollen, weil ich habe nämlich vorhin gesehen, dass wir im Winter sind und ich glaube, es könnte ein bisschen frisch Anne Fossas werden. So ein bisschen. So ein bisschen frisch könnte es Anne Fossis werden. Wir gehen mal hier alle Outfits durch.
Weil nicht, dass ich hier irgendwas... Guck mal, hier hat sie zum Beispiel keine Schuhe mehr an. Die habe ich hier weggemacht. Ich sag's euch, Leute, es ist wild hier. Wenn Chris hier mal aussortiert, dann ist es einfach wild. So, was geben wir ihr denn hier für Schuhe? Können wir ihr die hier geben? Dann können wir ihr aber hier auch die Strümpfe ausziehen. Aber das hat sie auch so komische Füße drin, oder? So ein bisschen. Also es sieht schon ein bisschen komisch aus, oder? Wollen wir mal gucken, ob wir ihr einen vorgekommen. Wir können ihr ja auch mal einen ganz anderen Look geben. Was halten wir denn davon? Gwenny, unsere Businesswoman. Oder? Let's go. Finde ich, passt ihr, steht ihr mega gut. Wir können ja mal gucken, ob wir ihr eine neue Frisur geben. Warum hat sie ihre Wimpern nicht drauf? Hm? Können wir darüber reden? Warum hast du deine Wimpern nicht drauf? Let's go. Hast du deine Wimpern weggemacht, Frau Gwen? Ich glaube ja wohl nicht. Ich glaube ja wohl nicht. So, dann kann sie die hier haben und dann kriegt sie auf jeden Fall ihre Wimpern wieder. So, mal gucken hier bei Skin, Haut, Details. Und dann geben wir ihr die hier, oder? Ja, let's go. Unsere liebe Gwenny. Oh, guck mal, wie hübsch sie ist, oder? Also ich muss ehrlich sagen, Gwen ist einer meiner... Ich bin richtig stolz darauf, wie Gwen mittlerweile aussieht, ne? Sie sieht so pretty aus. Obwohl ich sagen muss, nee, die Wimpern sind mir ein bisschen too much. Die sind mir ein bisschen zu bushy. Die werden wir nochmal umändern. Hier, wo sind denn meine ganzen... Wimpern. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr auch ab und an einfach mal ein paar CC-Sachen löscht und dann werdet ihr so nach dem Motto, okay, let's go. Schauen wir mal, was passiert. Hier hast du ja deine Wimpern drauf. Hä, warum hast du jetzt deine Wimpern wieder drauf? Was ist hier los? Hier hast du sie nicht drauf, du hast die anderen drauf, kann es sein? Die hier bei der Brille, ne? Ja. Wollte ich doch gerade sagen, hier, let's go. Hast du sie hier drauf? Ja, da hast du sie drauf, sehr gut. Das ist dein Nachtoutfit, das kannst du noch so anbehalten. Das sieht ja eigentlich ganz hübsch aus. Obwohl ich sagen muss, hier können wir mal ihre Frisur ändern. So ein bisschen. Guck mal, wenn sie jetzt zu Bett geht. Sie hat ja eigentlich sehr lange Haare, unsere Gwen, ne? Gwenny hat ja richtig lange Haare. Guck mal, das kann sie eigentlich anziehen. Vielleicht können wir ihr hier auch mal einen anderen Farbton geben. Einfach nur so, weil wir es können. Ich fand gerade das Grün so schön. Dann haben wir hier, ist soweit noch alles fresh, außer die Schuhe. Hier müssen wir auch andere Schuhe uns aussuchen. Hier können wir ihr diese Stiefel, glaube ich, geben. Oder die hier. Guck mal, die hier können wir geben. Haben wir die in schwarz? Nee, obwohl die sehen eigentlich auch nicht so geil aus, oder? Oder die hier. Ja, die können wir anziehen. So. Obwohl, vielleicht geben wir hier auch ein komplett neues Outfit, oder? Mal schauen, was wir hier so haben. Ihr wisst ja, ich bin mittlerweile richtig Fan von den zusammengestellten Outfits. Liebe ich. Liebe ich, liebe ich. Weil die einfach richtig pretty mittlerweile sind und ich dies sehr, sehr, sehr gerne als Auswahl nehme oder als Notlösung in Anführungsstrichen, um zu schauen, ja, okay, könnte passen. Guck mal hier, das ist ein bisschen zu... Nee, das ist zu farbenfroh. Da sehe ich Gwen gar nicht drin. Da sehe ich unsere liebe Gwen gar nicht drin. Was haben wir hier? Nee, da auch nicht, weil das ist einfach zu wildes Make-up. Was haben wir hier? Unsere Ananas-Queen. Zitrone. Kirschen? Nee, da sehe ich sie auch nicht dran. Hier vielleicht? Schon eher. Ich glaube, das passt ganz gut hier zu ihr, oder? Oh, das sieht süß aus. Das können wir mal behalten, wenn sie einmal mit ihren Friends weggeht, finde ich. Oh nee, das hier, oder? Guck mal. So, let's go. Hier drin sehen wir da unsere Gwenny. Gucken wir uns nochmal in Rot an. Nee. So. Oder in dem Grün. Ah, sie ist mir zu krass geschminkt, das mache ich gleich weg. Hier sind die Erdtöne. Ich glaube, das hier finde ich ganz gut, auch mit dem Hut. Aber bitte einmal deinen Lippenstift wegmachen. Dankeschön. Wäre sehr, sehr freundlich, weil du bist mir einfach too much geschminkt, weil ich finde, Gwen braucht eigentlich gar nicht so viel. Gwenny ist so eine schöne Dame. Sie kann ein bisschen Kajal drauf haben, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich mag es einfach nicht. EA schminkt mir zu krass. Guck mal, so sieht sie viel, 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 viel besser aus. Viel entspannter. Let's go. Hier, das kann sie so lassen. Das kann sie hier auch eigentlich so lassen. Und das hier kann sie... Oh, hier hat sie noch keine Schuhe an. Das können wir ändern. Ich glaube, der Chris hat ein paar Schuhe gelöscht. Hallo? Schuhe, Schuhe. Dahin, let's go. Wo sind die? Wollen wir die hier anziehen? Ihr diese Clownsschuhe? Diese Hexenschuhe? Ich glaube, die passen noch ganz gut, oder? Weil das Outfit ist schon sehr hexig, oder? Muss ich sagen. Das ist sehr, 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 sehr hexig. So. Und dann gucken wir mal hier, was wir hier für ein Haarfail haben. Was ist denn hier los, junger Mann? Du hattest ja eigentlich so eine Fresh-Freeze, oder? Ja, wie ihr seht, ich habe die ganzen Haare hier weggemacht.
So, jetzt müssen wir hier uns ein andere Haare aussuchen, hör mal. Das kann jetzt ja was werden. Holy shit. Holy shit. Er hatte ja eher so weißliche Haare, ne? Hatte er so? Ja, ich glaube, daran kann ich mich auch so dunkel dran erinnern. Mal gucken. Oh, die sehen eigentlich ganz süß aus, aber die sehen auch ein bisschen brav aus. Schwierig. Hier hat der Locken. Mit Locken sehe ich ihn gar nicht. Ich glaube, hier schon eher. Ja, so war doch ein bisschen auch seine vorige Frisur, oder? Wenn ich mich nicht recht täusche, waren die so. Wir können ja mal hier gucken. Die sehen auch fresh aus, aber die gefallen mir besser. Was haben wir hier? Oder so? Nee. Gehen wir mal wieder zurück zu denen. Yap. Oder hier mit so einem Cut drin. Nee, ich glaube, die andere ist immer noch besser. Nee, mit so einem Foko nicht. Ja, komm, wir nehmen die hier, oder? Die nehmen wir, dann kriegt er auch noch seine Wimpern wieder. Hautdetails. Und einmal wusch. Sehr schön. Und dann gucken wir uns mal hier kurz alle durch, ob alle ihre Outfits haben, ob alles dran ist. Nee, hier ist auch die Frisur weg. Ich sage, heute beginnt ja alles mit einem Umstyling hier. Alles mit einem Umstyling. Wenn Chris, ich hätte es ja auch offstream machen können. Aber ihr habt mir das letzte Mal geschrieben, ihr mochtet es total, dass wir das Umstyling zusammen gemacht haben. Also ihr seid gerne mit dabei. Und da werde ich mich ja natürlich dran richten oder dran halten. Obwohl er jetzt auch richtig komisch aussieht mit den grauen Haaren, oder? Mit den grauen Haaren. Ne, wir lassen sie einfach so. Wir lassen sie einfach so. So, da hat er noch alles an. Aber ich weiß nicht, ob die Frisur mir zusagt. Ich weiß es nicht, ne? Hilfe! Ich brauche meine Frisuren wieder, bitte. Hilfe! Bitte gib mir meine Frisuren wieder. So. So, nee. So, nee. Obwohl, das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das hier, nee. Nee. Ich glaube, wir nehmen doch die hier. Oder was ist mit der hier? Ach, du heilige Scheiße. Nee, haben wir hier kaltes Wetter? Nee. Warum ist hier nur kaltes Wetter? So, nee, also das geht gar nicht, diese Frisur. Also die da, nee. Nee. Komm, wir nehmen jetzt einfach die hier. Die sieht zwar ein bisschen brav aus, aber es ist ja nicht schlimm, oder? Nee, eigentlich finde ich... Guck mal, er hat jetzt hier so zwei unterschiedliche Frisuren. Mal hat er so, mal hat er so. Easy, oder? Aber die geht gar nicht. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. So, dann gucken wir uns doch mal hier unsere liebe, unsere Mausi hier an. Sie hat noch alles hier an, Schuhe. Hier hat sie auch alles an. Da hat sie auch alles an. Da hat sie auch alles an. Das ist ihr Schlafanzug, genau. Genau. Da hat sie auch alles an. Schuhe sind an. Hier ist sie da. So. Easy peasy lemon squeezy. Und dann gucken wir uns hier unsere kleine Mausi hier nochmal an. Unsere kleine Reyna. Alles da. Dann würde ich sagen, let's go, rein in the game. So, und hier sind wir auch wieder. Und es ist Sonntag, 4 Uhr morgens. Warum seid ihr nicht alle im Bett? Sie hier macht hier noch richtig Party. Let's go, 4 Uhr morgens. Ich glaube, wir sind gerade nach Hause gekommen. Gwen macht Popcorn. Mhm. Es ist aber verdorben. Du musst es nicht unbedingt machen. Können wir das hier, Reparatur? Nee. Das Popcorn ist verdorben. Hallo. Achso, jetzt ist es normal. Okay. Gut, Katzen, was mautst du denn? So, hier können wir auch mal einstellen, ne? Füll Zeitplan fest jeden. Achso, ist jede Stunde. Perfekt. Sehr gut. Was mautst du denn hier alle? Gwen hat Hunger. Dann kannst du dir hier ein Eiweißomelett nehmen. Sehr schön. Was ist hier mit unserer Mausi? Die hat ja auch Hunger. Warum bist du eigentlich um 4 Uhr morgens wach? Hast du deine Hausaufgaben eigentlich gemacht? Wir müssen hier alles kontrollieren. Okay, Hausaufgaben sind gemacht worden. Sehr schön. Warum haben wir hier so eine Zwergis hier drin? Was ist hier los? So, kannst du dir einen schnellen Snack hier nehmen? Katze, was ist denn hier los? Warum mautst du? So, wir bieten mal die Freundschaft an. Was ist los? Ja, frag mal, was ist los da? Sie mautst hier ununterbrochen, die kleine Mausi. So, schnelle Mahlzeit, kannst du mal essen, ein Erdnussbutter-Gelee. Sehr gut. Gwen, wo bist du? Ach, Gwen sitzt hier und isst. Sehr schön. Unsere liebe Granny ist wieder zu Hause. Wir sind ja hier in diesem wunderschönen Haus eingezogen. Wir haben ja eigentlich gar nicht viel in diesem Haus hier gespielt, weil wir dann ja gleich nach Solani gegangen sind. Wir können rein theoretisch auch die ganzen Babysachen jetzt mal hier auch wegnehmen. Denn wir haben ja
Ach du Kacke, sie ist rollig. Oh mein Gott. Können wir uns um die Katze hier kümmern? Oder können wir uns erstmal sauber zaubern? Zauber, blitzeblank, dankeschön. So, ja, ja, küssen. Ja, wir lieben dich auch, Kätzchen. Wir lieben dich auch. Tierarztleckerli geben, Wellnesshappen, sehr schön. Über Betteln nach Essen belehren, das machen wir nicht, Kätzchen, ne? Also, da müssen wir schon ein bisschen uns dir mal an der Schlüpper reißen. Und bürsten können wir sie mal. Bürsten. Gwen, du kannst auch sehr gerne was tun. Dankeschön. So, Mäuschen hat hier gegessen, das ist sehr schön, obwohl sie eigentlich immer noch... Wie, du kommst ja jetzt nicht ran. Da ist doch deine Katze. Hä? Also manchmal verwöhnen mich hier meine Sims. Manchmal verwöhnen sie mich hier alle. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Ohne Moos nichts los und ohne Chaos keine Folge hier mit Chris. So, hier schläfst du. Wo ist unsere andere kleine Mausi? Die schläft hier oben. Sehr schön. Feini fein. Ihr müssen wir auf jeden Fall auch noch beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Haben wir hier überhaupt Töpfchen in diesem Haus? Wir müssen schauen. Töpfchen. Ach so, da oben haben wir ein Töpfchen. Sehr gut. Haben wir unten ein Töpfchen? Das ist ja die viel interessantere Frage. So, du kannst hier mal aufräumen, bitte. Dankeschön. Können die eigentlich ja auch am Baumhaus arbeiten? Nee. Aber Gwen kann ja eigentlich weiterbauen, oder? Let's go. Baumhaus weiterbauen. Sehr schön. Damit unsere Kiddies das natürlich selbstverständlich auch nutzen können. So, wir haben den Streichetag. Den mögen wir nicht. Buchschreiben abgeschlossen. Wann müssen wir eigentlich wieder zur Arbeit? Ach, heute um 9 Uhr. Okay, in 3 Stunden. Sehr gut. Katze macht AA. Und deine Mission ist welche jetzt? Sie studiert die Pinnwand lesen. Okay, das kannst du machen. Feini. Was sind eigentlich deine Aufgaben hier? Wir müssen noch Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Ich muss noch mal rausfinden oder mal rausfinden generell oder nachlesen, wie genau man Sims inspiriert machen kann. Da ist ja eigentlich auch immer eine gewisse... kann man ja irgendwie was einstellen, beziehungsweise irgendeine Interaktion machen, dass sie... denn inspiriert sind, das muss ich mal rausfinden, sein Goldfischhirn ist manchmal nicht so einfach. So, Granny ist zur Arbeit, Raina wurde zur Tagesmutter geschickt und wir können ja eigentlich mal, was haltet ihr davon eigentlich, wenn wir mit unseren beiden Kiddies hier mal auf den Spielplatz gehen? Das können wir eigentlich ja mal machen, oder? So, reisen, haben wir hier irgendwo einen Spielplatz, wo wir hinreisen können? Ah ne, Rainer nehmen wir nicht mit, wir nehmen nur ihn mit. Let's go. Ich guck mal, ob wir irgendwo was platziert haben, ob wir irgendwo einen Kinderspielplatz haben. Notfalls platziere ich einfach einen. Let's go. Da bin ich ja schmerzfrei, ne? Haben wir eventuell hier was? Ach, guck mal da, Spielplatz. Stimmt, ich habe ja einen platziert. Lass uns da mal hinreisen. So, hier sind wir auf den Spielplatz. Den hatte ich aus der Galerie geladen und dachte mir so, das wäre eigentlich ganz cute, wenn wir mal hier hinreisen und hier alles benutzen und in der Hoffnung, dass wir was benutzen können. Weil nicht, dass wir hier bitten zu reparieren. Na super. Ich komme ja an und alles ist kaputt. Das ist aber nicht sehr geil. So, können wir das hier benutzen? Sehr schön. Spielen. Oder können wir zusammenspielen? Zusammenspielen, oder? Easy. Vielleicht kommen hier noch andere Kinder, sodass wir hier neue Freundschaften schließen können. Guck mal, hier haben wir einen Basketballkorb. Ich dachte mir so, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir so ein bisschen dieses Alltagsleben und die Alltagssachen einfach hier nutzen. Und ja, wir haben jetzt leider, glaube ich, nur das Klettergerüst, was wir hier nutzen können zum Spielen. Aber vielleicht können wir ja auch irgendwo noch eine Schaukel hinstellen oder so, damit wir ein paar mehr Aktivitäten haben. Aber guck mal, hier ist das süß. Süßi, süßi, süßi. Er ist ein bisschen ungewohnt, ihn mit dieser Frisur zu sehen, muss ich ja gestehen, aber lassen wir es einfach so. Er ist sehr verspielt, sie ist auch sehr verspielt, sehr schön. Gefühlvoll spielen. Nee, spiel mal hier mit deinem Bruder hier. Hangelt mal hier beide rum. Let's go. Zusammen spielen. Easy. Mach mal. Oha, er macht ja schon voll die Schweinebammel hier. Richtige Schweinebammel hier, was ist hier los? So, da kommt sie. Oh, sogar mit Salto schon runter. Was ist denn hier los? Azura und Sky einfach hier richtig on top. Aber kommt hier gar kein anderer zu Besuch? Was haben wir denn hier für ein Grundstücksmerkmal? Das müssen wir mal rausfinden, was das hier für ein Grundstücksmerkmal ist. Spielplatz? Kann natürlich auch sein, weil wir es mitten frühs haben, ne? Allgemein können wir hier was auswählen. Bar, Erholungszentrum, ne, Gemeinschaftsplatz, Kunstzentrum, Museum. Vielleicht einen Nationalpark machen oder einen Park? Komm, wir machen erstmal einen Park da draus. Was fehlt uns denn? Bank, Schachtisch und Terrasse. Nee. Das ist ja dann auch doof, oder? Wenn wir jetzt eine Bank, einen Schachtisch. Können wir eine jetzt platzieren? Wir machen es einfach mal, oder? Können wir noch irgendwo eine Bank hin platzieren? Einfach so, dass die Eltern dann hier zum Beispiel. Guck mal, wir können ja hier die bunte hinstellen. Nee, die sieht hässlich aus. Die. So. Guck mal, fällt ja gar nicht auf. Oder noch eine Bank.
Okay. Zwei Bänke. Können wir hier hinten noch eine Bank hinstellen? So, guckt hier. So. Ein Schachtisch. Welchen nehmen wir denn hier? Hier den aus Holz, oder? So. Wo stellen wir den denn hin? Ein Schachtisch. Wollen wir den hier hinstellen? Guck mal. Und dann können wir da zwei Terrassenstühle noch anstellen. Easy, oder? Eins, zwei. Guck mal. Jetzt haben wir hier ein Ding. So. Merkmale machen wir. Party Location, Kinderparadies, Teenie-Nachbarschaft. Ja, ist ja eigentlich schon so, oder? Aber Party Location würde ich vielleicht wegmachen. Mal gucken, ob wir hier gesellig könnten wir noch hinmachen. Studententreffen nicht. Ruhe und Frieden, nee, auch nicht. Dann machen wir noch gesellig, oder? Ja, gesellig machen wir noch. Let's go. Rein da, weitermachen. Wir sind hier immer noch auf dem Spielplatz und ich habe jetzt einfach mal frecherweise, wie ich bin, einfach mal hier dieses komische Bälle-Dingsbums, was eh nicht schön aussieht, weggemacht und habe hier das Piratenschiff hingespielt und jetzt spielen wir hier zusammen Pirat. Und ich habe hier nochmal eine Schaukel platziert, damit wir hier auch schaukeln können. Guck mal, er hat gar keine Lust, Pirat zu spielen. Er will lieber, was willst du jetzt machen? Was ist deine Mission? Ach, du musst Pipi. Ja, okay, das kannst du machen. Geh mal auf Pipi, hier haben wir Hunger und hier müsste auch mal geduscht werden. Haben wir hier irgendwo einen Stand? Nee, das ist ja das Blöde, dass wir hier Leute einstellen müssen, die hier tatsächlich hier arbeiten. Aber ich habe eigentlich, dass es hier gesellig sein soll. Ach, guck mal hier. Kommt mal hier nach oben. Girls, Orange Bailey ist ein aufstrebender Stern. Was ist denn da los? Und wer bist du? Du siehst ja fancy aus. Kiara, Pute, ey, die müssen wir kennenlernen. Let's go. Schnell. Freundlich lustig vorstellen. Und dich auch lustig vorstellen. Let's go. Um Autogramm bitten. Okay. Oder können wir sie auch einladen zum Piratenspielen? Zum Piratenspielen. Die hat fancy Haare. Die finde ich lustig. Die ist süß. Halt, bleiben Sie bitte stehen. Danke. Ich bin ganz froh, dass hier mein anderes Kind kommt, weil... Was ist denn hier los? Achso, hier läuft jemand lang. Ah, hier ist ja noch jemand. Bist du Björksen, oder? Ja, Elsa Björksen ist auch am Schlüssel. Die Björksen ist immer da. Immer da, wo Party ist, ist die Björksen. Rein da. So, kommt hier noch jemand oder seid ihr alle lost? Guck mal hier, wo ist denn hier unser Autogrammkind? Das ist schon, ach, das ist da hinten. Aber so ein Promi als Kind weiß ich ja auch nicht, ne? Guck mal, wir freuen uns jetzt erstmal hier mit Kiara an. Guck mal, ist sie nicht süß, aber Mäuschen. In dem Alter hier ein bisschen, ne? Lustig vorstellen, Selbstsicherheit. Oh, wie schön! Über Lieblingstier reden, über die Schule reden, Witz über Comics machen, sehr gut. Rumblödeln. Können wir auch mal machen. Meerjungfrau nachahmen nicht machen. Wir scheinen uns sehr gut mit ihr zu verstehen. Sehr schön. Tiefgründige Gedanken. Wir können ja mal über die Existenz von Vampiren diskutieren. Über Geschwisterkind reden. Wir können ja sagen, dass wir haben zwei Geschwister, ein jüngeres und ein älteres. Und mein Bruder ist auch da oben und turnt die ganze Zeit noch ein bisschen rum. Wenn du Lust hast, kannst du ihn sehr gerne kennenlernen mit. So, können wir sie vielleicht auch mit in die Gruppe einladen? So, Aktion zur Gruppe hinzufügen. Sehr schön, sie ist mit in der Gruppe. Und wo ist hier unser Bruder? Ach, der sitzt da unten und spielt. Sehr gut. Können wir ja alle zusammen spielen? Doktor spielen? Nee, können wir uns hier zusammen hinsetzen? Komm, wir machen mal alle zusammen hin. Oder wir gehen alle zusammen Piraten spielen. Zusammen Piraten spielen, sehr gut. So, vielleicht kommt denn noch ein Kind, was wir hier kennenlernen können. Oh, guck mal, da kommt sie. Aber ich glaube, wir müssen gleich auch nochmal sie umstylen, weil ein Kind mit geschminkt bin ich nicht so ein Freund von. Wer bist du? Rosemary. Hallo Rosemary, was geht? Du hast eine sehr wilde Klamottenstil an. Aber das ist vollkommen okay, Rosemary. Okay. Wir gucken den. Oh. Mhm. Gut. Let's go. So, da sind wir. Wo sind unsere Mädels? Da. Kirara ist hier am Stissel. Hi. Wollen wir uns mal vorstellen? Hallo. Ich bin der Sky. Schön, dass du da bist. Hallihallo. Wollen wir zusammen Piraten spielen? Dann können wir alle zusammen Piraten spielen. Wir gehen auf die großen, weite Schatzreise und suchen einen Schatz. Warum haut denn die jetzt rein? Was machst denn du da? Mädchen, bleib mal bitte stehen. Hallihallo, Alösi. Rumblödeln, sehr schön. Über Geschwisterkind reden, sehr gut. Komm, wir machen jetzt den Umstyling, weil dieses Schminke geht gar nicht. So, hier sind wir im Cast. Auf jeden Fall muss die Schminke hier aus dem Gesicht. Das geht gar nicht. So, können wir das mal hier wegmachen, bitte? Die Augenbrauen gehen auch gar nicht. Da kriegt ihr hier wieder meine normalen Augenbrauen. Das wisst ihr ja. Sehr schön. Denn die Augen können wir uns auch nochmal ein bisschen angucken. Ein bisschen Freundchen machen. Und die Schminke auf jeden Fall weg. Das geht gar nicht. Also Kinder mit Schminke in diesem Alter, no. Da bin ich gar kein Freund von, Leute. Gar kein Freund von Gesicht. Und sie kriegt natürlich auch Augenbrauen. Das wollte ich gerade Augenringe sagen. Wimpern meine ich. So, aber sonst ist sie eine Süße, muss ich sagen.
Die ist cute. Kirara ist das. Oh, hier hat sie auch Schminke drauf. Können wir die Schminke bitte wegmachen? Dankeschön. Du hast es gar nicht nötig, Mädchen in deinem Alter. So, was haben wir hier? Auch Schminke drauf. Weg damit. Die Haare lassen wir so. Die finde ich eigentlich richtig, richtig nice. So, dann kriegt sie natürlich noch passende Schuhe. So, zum Schlafen hast du auch Schminke drauf? Natürlich. Man kann es ja mal ausprobieren, aber nicht mit uns. Nicht hier in meinem Let's Play. Nein, nein. Auch wenn du ein bisschen verrückt bist. Aber nee, nicht in meinem Let's Play, bitte. Danke. Sehr schön. Gibt es hier nicht irgendwie so einen Button, wo man alles anklicken kann? Überall Schminke weg. Let's go. Hier auch weg. Sehr schön. So, hier sind wir wieder zurück vom Umstyling. Guck mal, hier haben wir noch jemanden kennengelernt. Wer ist denn das hier? Lustig vorstellen. Das ist Erix. Ist auch ein lustiger Name. Können wir ja auch mal einladen hier. Aktion. Können wir ihn hier... Nee, das kann dann Sky machen. Lad ihn mal hier ein. Hallo, schön, dass du da bist. Zur Gruppe einladen. Zur Gruppe hinzufügen. Nice. Und können wir jetzt alle zusammen Piraten spielen? Easy. Und können wir auch hier denn alle zusammen... Oh, guck mal, hier ist auch noch jemand. Jetzt kommen sie hier endlich alle. Sehr schön. Zusammen rumhängen. Wer bist du? Oh, du siehst ja auch süß aus. Jaden Price. Jaden, was geht? Bleib mal hier. Juhu. Jaden, bleib mal hier stehen. Hallo. Kind. Kind. Lustig vorstellen. Können wir uns hier lustig vorstellen? Bleib mal stehen. Easy. Komm mal hier mit in unsere Gruppe. Du kannst mit hier in unsere Gruppe rein. Sehr schön. Sehr schön. Du kannst ja auch Jaden kennenlernen, wenn du willst. Herbeirufen. Ja, komm mal her hier. Let's go. Jaden, schön, dass du da bist. Hallihallo. Hallihallo. Möchtest du uns mit uns Piraten spielen? Wir würden uns sehr freuen, wenn du mit uns Pirat spielst. Oh, guck mal, hier ist auch jemand. Atlas. Atlas ist ja auch ein lustiger Name, oder? So, sehr schön. Wo ist denn Jaden jetzt? Jaden? Er haut einfach ab. No, du sollst nicht einfach abhauen. Azura hat folgende Merkmale von Erix, dass er böse ist. Wie? Er ist böse. Was ist denn da los? Du sollst doch nicht böse sein. So, können wir ihn jetzt hier mal... Bleib doch mal stehen hier, hör mal. So, bitte freundlich vorstellen. Dankeschön. Und dann bitte auch einmal hier freundlich vorstellen. Dankeschön. Mit Atlas spielen können wir auch machen. Mit Atlas spielen können wir hier auch machen. Und freundlich vorstellen. Sehr schön. Wir brauchen hier ein paar Homies. Ein paar Homies brauchen wir hier. Sehr gut. So. Dann spielt mal alle und hängt hier alle wild rum. Achso, ihr hängt jetzt erstmal hier rum, ne? Let's go. So, du gehst zu Jaden da nach hinten. Aber das ist cool, dass sie sich hier... Wie er da oben sitzt, geil. Hallo, aber es ist leider keiner da, um mit dir zusammen abzuhängen. Warum hängt ihr denn hier nicht alle gemeinsam rum? Ich dachte, wir sind jetzt hier Friends. Ich dachte, wir sind jetzt hier voll die Homies. Guck mal, du hast ihn hier kennengelernt. Sehr schön. Können wir ihn jetzt zur Gruppe hinzufügen? Bleib mal hier stehen. Hallo. Ey, Junge, der läuft ja auch die ganze Zeit hier, ne? So, Aktionen zur Runde hinzufügen. Können wir jetzt alle zusammen abchillen? Können wir ihn jetzt hier auch mit hinzufügen? So, nee. Du solltest ihn eigentlich kennenlernen. Atlas. Ja, lern mal Atlas hier kennen. Let's go. Komm mal her hier. Feini. So, haben wir ihn kennengelernt? Nee, du sollst ihn... So, lern ihn jetzt immer hier kennen. Rein, bitte freundlich vorstellen. Dankeschön. Easy. Dann lernen wir Atlas hier noch kennen. Sehr schön. So, hallo. Möchtest du mit uns mitspielen? Komm, wir gehen alle zusammen abhängen auf den Spielplatz hier hinten. Hier, lass uns alle jetzt zusammen abhängen. Zusammen rumhängen. Können wir das bei ihr auch machen? Hier. Zusammen rumhängen. Vielleicht sind ja unsere Homies, sind die überhaupt noch alle da oder sind die schon alle reingehauen? Ich weiß es nicht. Hier sitzt einer, da kommt Dings. Er schaukelt hier seines Lebens und freut sich. Er spielt hier hinten. So, Gran ist nach Hause gekommen und wundert sich, wo sind meine Kinder? Kinder, wo seid ihr? Hallo, wo seid ihr? Guck mal, er hat auch gar keinen Bock mit uns hier irgendwie hier abzuhängen. Können wir uns wenigstens zusammen hinsetzen? So, Sky ist jetzt hier mit den neuen Freunden. Als Troll bezeichnen, genau. Das wollen wir natürlich nicht. Können wir ihn hier irgendwie hier rum über Spielzeug reden? Und mit ihm können wir auch was machen. Rumblödeln, sehr schön. Über die Schule reden. Let's go. Behaupten, dass Atlas ein Alien ist. Easy peasy lemon squeezy. Und wo ist denn hier eigentlich unsere Azura? Ach, Azura ist pinkeln. Okay. Vielleicht sollten wir auch langsam nach Hause gehen, denn es ist gleich 19 Uhr. Und nicht, dass Granny sich hier unnötig Sorgen macht. Unsere ganzen Freunde sind natürlich, ne? Guck mal, du bist ein Alien, du bist ein Alien. Du bist ein Alien, du bist ein Alien.
Und mögen sie sich danach noch? Ja, ach nee, mögen sie sich nicht. Okay, ab nach Hause, schnell, ab nach Hause, ab, bevor Mutter meckert, bevor die Mutti meckert, let's go. So, wir sind zu Hause angekommen, sehr schön, er muss auch pipi as hell. So, ihr habt, ach so, Hausaufgaben habt ihr schon alle gemacht, es war ja Sonntag, ihr geht ja erst morgen wieder in die Schule. Sehr schön, verwenden. Und was ist hier mit ihr? Sie muss eigentlich duschen, haben wir oben auch Granny Grill, das ist sehr süß. So, dann kannst du hier mal schnell die kurze Dusche dann auch machen. So, wo ist denn hier eigentlich Raina? Raina, bist du eigentlich... Ach, guck mal hier. Ja, kannst du hier mit spielen? Nee, guck mal, hiermit kannst du spielen. Turm bauen. Easy. Guck mal, sie kann schon so gut laufen, also süße Mausi. Sie kann so gut laufen. Das ist so cute. Und sie hat auch bald Geburtstag. Guckt, Leute. Sie hat tatsächlich bald Geburtstag. Das ist mir vorhin aufgefallen. Hier. Und hier haben die Zwillinge Geburtstag. Also sie wird bald größer, Leute. Ich muss mir bald Gedanken drüber machen, wie wir genau in die zweite Staffel reinstarten mit unserer lieben Raina, denn als Hauptprotagonistin, das wird sehr, 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 sehr aufregend. Sehr, 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 sehr aufregend. So, Granny ist hier. Hast du auch für die anderen was mitgemacht? Kannst du hier alle zum Essen rufen machen? Können wir das hier oben hinstellen? Wo ist hier ein Tisch? Hier, da war ein Tisch. Warte. Oh, wir haben einen Zahn verloren. Nice. So, haben wir hier jetzt irgendwo einen Tisch? Sehr gut. Und können wir hier alle zum Essen rufen? Zum Essen rufen, sehr schön. Er hat einen Zahn verloren. Unser warum ist da Wäsche? Warum ist hier Wäsche? Was ist das? Nein, können wir das hier bitte wegräumen? Wäsche machen? Können wir das irgendwie... Oh mein Gott, wir haben bitte keine... Wir haben Wäschedings hier. Nein, ich mag das nicht mit dem Wäschedings. Können wir das im Inventar platzieren? Ja, let's go. Können wir machen. Sehr gut. So, so. Er ist selbstsicher und Azura ist völlig fertig von dem Tag hier in der Schule. Auf dem Spielplatz. Sie ist völlig fertig, ne? Sie hat so viele neue Leute und so viele neue Eindrücke kennengelernt, dass sie richtig fix und foxy ist. Sie ist so unglücklich. Wir müssen mal genau gucken, warum. Ja, weil es einfach anstrengend ist. Sie ist müde. Fühle ich. Es ist mein 24-7-Dauermut gefühlt. Einfach nur müde. So, dann machen wir hier sauber und dann kannst du hier noch ein bisschen mit deinem... Obwohl, wir können Töpfchen. Ganz wichtig. Töpfchen. Können wir es dir beibringen? Raina beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ja, das kannst du mal machen mit deiner Kochbanane. Guck mal, sie müffelt auch schon hier. Let's go, Hygiene kannst du denn auch gleich mal machen. Können wir sie eigentlich blitzblank zaubern? Haben wir das schon mal ausprobiert? Nee, ne? Das funktioniert nicht. Windel benutzen, ja. Nee, nicht Windel benutzen, nicht du. So, Raina soll, hier, deine Mutter soll, Aktion, freundlich. Nee, das können wir nicht machen, ne? So, bring ihn mal bei, aufs Töpfchen zu gehen. Sehr gut. Hä, warum bringst du den Teller nicht weg, Gwen? Müsst ihr jetzt hier so mitten vorm Ding stehen? Hör doch mal auf. Hör doch mal auf hier. Also, ich sag's euch, hier ist immer wieder wild. Ja, sie lässt einfach den Teller hier oben. Einfach mitten im Badezimmer stehen. So lieben wir es nicht. So. Du solltest eigentlich deiner Tochter beibringen, auf Toilette zu gehen. Frau Gwen, könnten Sie das noch machen hier so zum Tagesabschluss? Bitte beibringen. So. Töpfchen. So, aufs Töpfchen beibringen. Let's go. Könnten Sie das machen, junge Dame? Guck mal, deine Tochter kommt schon. Sie kommt schon zu dir. Oder auch nicht. Sie geht jetzt runter. Katze, Ruhe. So. Juhu! Könntest du das bitte mal machen? Dankeschön. Kinderbetreuung, Dankeschön. Ins Schlafschaumbad, Baden, um mehr Auswahl. Windel wechseln könntest du denn immer machen, wenn du darauf Bock hast. Ich weiß nicht, ob es so deine Mut ist. Gwen steht doch da einfach nur so rum. Ja, ist schön, ne? Möchten wir denn mal eventuell was machen? So ein bisschen? Dankeschön. Können wir jetzt Raina beibringen, aufs Töpfchen zu gehen? Wäre das eine Taktik von uns? Dankeschön. Sie bewegt sich. Ich freue mich. Sehr gut. Naja, man hat einfach mal so Sekundenschlaf, ne? Man steht einfach mal oben auf der Treppe und denkt sich so, ja, let's go. Lass uns einfach mal hier ein Haya-Bubuchen machen. Mitten auf der Treppe. Lieben wir. So. Die beiden sind schon im Bett, unsere beiden Großen. So, jetzt bringen wir hier noch bei aufs Töpfchen zu gehen. Ich hoffe, dass es denn voll ist. Katze, wir wissen, dass du da bist. Wir wissen auch, dass du rollig bist as hell. Aber wir müssen unser Kind jetzt erstmal darum kümmern. Und dann muss es eigentlich auch noch gebadet werden. So, ja, wir haben Töpfchen erreicht. Sehr schön. Easy peasy, lemon squeezy. So. So, was ist denn hier mit Sky schon wieder los? Er ist hier voller Euphorie. Ach, deswegen. Da ist schon wieder ein
mit dem, und dann können wir dann mit ihm reden? Ja, und da halt, warum liegt jetzt hier überall Wäsche rum? Ich versteh's nicht. Azura hat einen lockeren Zahn. Ja, es hat nicht geklappt mit dem unter dem... Ach du heiliger Bimmer, kannst du dich ja abreagieren, indem du spielst? Mach mal. Soziales Netzwerk, ja. Hier, Pepper, let's go. Meld Pepper mal hier im Social Media an. Im Chatroom für Kinder chatten, sehr gut. Ja, hier ist gerade alles wieder drunter und drüber. Wir müssen jetzt erstmal unser Kind baden. Es tut mir leid, Sky, du musst jetzt hier mal kurz alleine zurechtkommen. Warum kannst du eigentlich mit dem Monster da nicht reden? Mach mal. So, Nickerchen mal entspannen, Gwendolyn bitten, lalala. Kann er das auch selber? Achso, nee, das kann nur Gwen machen, ne? So, Azura, schläft die wenigstens? Hier liegt auch überall Wäsche rum. Warum liegt denn jetzt hier Wäsche rum, Leute? Ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Ich mach das doch eigentlich immer weg. Ich mag das mit der Wäsche. Hier liegt auch Wäsche rum. Wo ist der Übeltäter hier? Haben wir hier irgendwo eine Waschmaschine? Nee, wir haben doch gar keine Waschmaschine, oder? Haben wir irgendwo einen Wäschekorb oder so? Nee, das ist ein Dings. Ist das ein Wäschekorb? Nee. Ist das ein Wäschekorb? Doch, das sind Wäschekörbe, oder? Na, die kommen ja aber gleich hier. 0850 kommen sie ja hier raus, ne? Da könnt ihr mir ja glauben. So, sie hat jetzt auch Hunger. Haben wir hier noch Kochbananen? Kann sie sich hier sehr gerne eine Kochbanane nehmen. Sehr schön. Ihr seid tot. Ja, du musst eigentlich auch schlafen, aber du schläfst auch nicht, ne? Junge, weil da oben ja ist das Monster unterm Bett. Ist es mittlerweile weg? Oh, es hängt da halt immer noch, ne? Gwen, du musst das Monster hier bitte einsprühen. Einsprühen bitte, danke. Dann kannst du auch Hayabubu machen gehen. Du bist nämlich auch richtig fertig. 2 Uhr nachts, ja, easy, wir müssen eigentlich morgen auch in die Schule, aber ist okay. Und die Katzen, ne? Mäuschen, ich weiß, es ist Frühling und du erlebst gerade deinen 17. Frühling. Ich weiß es, aber ich kann leider nichts machen. Wir würden dir helfen, wenn wir es können, aber nee, reicht. Reicht, so, eingesprüht, let's go. Können wir denn schlafen gehen, weil du musst auch bald in die Schule. Ja, husch, husch. Dankeschön. Nickerchen machen. Machen wir hier Nickerchen. So, Monster ist weg. Dir geht's soweit gut. Sehr schön. Azura schläft. Gwen geht jetzt auch schlafen. Du machst Nickerchen. Und dann würde ich sagen, Klappe zu. Affe ist nicht tot. Aber das war's mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir haben heute ein bisschen mehr mit Azura und Sky uns beschäftigt und hatten Umstyling ganz viel, was auch großartig ist. Und wir müssen jetzt bald den neuen Rat gründen. Und dann geht es schon mit großen Schritten weiter, dass wir uns mehr und mehr ums Reyna kümmern. Wie es mit ihr weitergeht, wer aufmerksam ja gelesen hat, wie die Regeln sind der zweiten Generation, wird es nicht ganz so harmonisch. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was da kommt. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, unsere liebe Gwen versucht, ihren Haushalt mit 3 Kindern zu schmeißen und 2 Katzen. Ich freue mich jetzt schon. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Chris von Sims Arrow.